Hallo und herzlich willkommen auf der Insel Koros in der Mod Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, ich habe Dandolo und Ärzte mitgenommen, beziehungsweise sind freiwillig mitgekommen. Und ich sehe gerade, meine Energie ist ein bisschen down. Oh, ein bisschen was esse noch. Bevor wir dann in die Schlacht gehen. Auf der Insel Koros. Dann haben wir hier den Dandolo. Der kommt mit. Okay, warte auf mich. Hier steht Kampfverhalten oder ein Heiltrank geben. Mal gucken, was sehen wir unter Kampfverhalten? Defensiv, offensiv. Okay, offensiv. Kann man das noch nachhinein ändern? Defensiv. Ja, das ist schön. Dann machen wir mal offensiv, um nachher zu gucken, was dann passiert. Wenn ich in einem Kampf bin, bring mich zum Schiff. Okay. Das ist mein Mann, der mich drüber bringt. Das ist doch schon mal gut. Ja, also, Dandolo kommt lecker mit. Und hier in der Umgebung lässt sich schon mal was sehen. Was es an so Muscheln und sowas gibt. Jetzt mal wieder hier im Zickzack-Modus. Das ist immer so mein System. Alles abgrasen. Yep. Greifen wir mal hier die Lurker an. Ah ne, da ist ja noch erstmal ein Dandolo. Das wollte ich jetzt so nicht. Kampfverhalten. Okay, er greift schon mal gleich an, wenn die versuchen zu warnen. Die Tierchen. Jetzt gehe ich mal auf Offensiv. Okay, er bleibt noch stehen. Schon wieder so ein Mistvieh. Aha. Okay, es gibt mir auch Erfahrung. Schön. Ach, dann machen wir mal wieder was anderes. Dann machen wir das Kampfverhalten auf defensiv. So. Mach mal. Hallo. Die Anwendung von Magie ist bei manchen starken Gegnern eine große Hilfe. Vor allem in späteren Kapiteln ist sie sehr hilfreich, würde ich jetzt mal sagen. Den Rest habe ich nicht lesen können. So, Dandolo. Jawohl. Mach's mal kaputt. Soll ich nicht die ganze Zeit noch mitkämpfen, wenn Dandolo so toll ist und das alles für uns macht? Kampfverhalten, ja, doch, wir haben volle Kalotte defensiv hier. So, Dandolo, komm. Ich führe dich mal hier ran. Und, genau, gucken wir uns das mal vom Felsen hier aus an. Er kommt mit. Wo bist du denn? Nicht schwimmen gehen. Los, ich will, dass du mir die Locker kaputt machst. Ja, sehr gut. Ja, eine gute Armbrust, ja. Strandläufer, sehr schön. Irgendwie noch was hier versteckt. Okay. Ich war ja vorher auf der Insel Adamos und da gab es einige Darstellungsfehler, die werden jetzt behoben. Beziehungsweise hoffe, dass die behoben werden. Das heißt, dass es nicht so sein muss, wie es, wie ich das jetzt in meinem Let's Play hatte. Was liegt denn hier eigentlich hier unten? Wieso muss er denn jetzt mittauchen, der Dandolo? Ich hätte auch sagen können, warte hier. Da unten ist was. Okay. Hm, gut, okay, mit Gefährten habe ich es hier nicht so. Also. Ach ja, als Einzelkind hat man nicht so viele Gefährten. Sondern warte auf mich. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Gut. Wo wollen wir uns treffen? Mhm. Ach, er bleibt da nicht stehen. Na okay, dann sagen wir warte mal. Warte auf mich am Boot. Na gut, dann gehe ich mal los.
Okay, das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich weiter in der Insel bin. Aber okay, für diesen kleinen Tauchgang lässt sich das wohl verschmerzen. Ich bin ja neugierig. Da ist was, da liegt was auf dem Grund. Hier wollen wir mal auf den Grund gehen, was da unten liegt. Nein, es sind Fische. Oh, jetzt eine Harpune dabei haben. Hm, das wäre toll. Oder angeln gehen. Nice day for fishing, ain't it? Ja. Gut, okay, dann war das erstmal schon mal auch mal eine Erfahrung für mich, das mal ausprobiert zu haben. Dann nehmen wir dann Dolo mit und dann gehen wir mal richtig in den Kampf. Wie rum gehe ich denn jetzt mal? Rechts oder links rum? Dandolo schwimmt ja mit, das ist schon mal klasse. So, hey. Dandolo, komm mal wieder mit. Komm mit. Auf geht's. Gehen wir mal auf die Seite hier. Links rum. Kann ich nämlich hier in Ruhe Klappmuscheln einsammeln. Während Dandolo... Ja, genau. Oh! Minecrawler. Hallo Dandolo, mach doch mal was. Ja, danke dir. Du bist cool. Den Feldräuber auch noch erledigt, so nebenbei. Was haben wir denn hier? Dicke, fette Säcke. Okay, Flavorsäcke. Also ein schon wieder schöne Mod, wo wir einen Gefährten haben, der da einfach mal so richtig schön mitmacht, mitkämpft. So. Du da hinten, da sind welche. Mach mal was. Die fänden mir die doch mal. Komm, Dandolo. Ja. Na, Dandolo, mach doch was. Okay, jetzt macht er was. Schön. Strandläufer. Das ist mal gut, dass man auch die anderen Namen hat auf Chorus. So, dann nochmal einen Strandläufer. Hier. Perfektor. Ach, der rückt mir aber sehr nah auf die Pelle. Manchmal. Ah, der Abstand ist vertretbar. Genau, erstmal looten hier, Klappmuscheln looten und nebenbei mal erfahren, was sich alles so gibt. Oh ja, ein paar Lörkerches noch und noch Strandläufer. Bin mal gespannt, was es noch alles gibt. Gibt es denn noch hier Kräuterches oder sowas? Also ganz außergewöhnliche Kräuterches, das wäre cool. So. Sehr schön, dann gehen wir gleich mal hin. Ach, so läuft's. So läuft's doch. So muss es laufen. Wir erkunden Chorus. Dandolo? Dandolo! Hier ist das Vieh. Ja, vielleicht sollte ich doch mal auch mal versuchen zuzuhauen. Jetzt will er nicht mehr. Okay. Ja, zu zweit kämpft sich's doch besser. Da hinten ist eine Bucht. Hier war doch was. Nein, hier war nix. Okay, dann Dolo, mitkommen. Hier gibt es Anzeichen von Zivilisation. Baracken. Ein Fischernetz. Nähenseil. Ein Tampen. Aha, ein Fisch. Schon wieder so ein Mistvieh. Schön. Ach ja, so könnte das immer laufen. Hier in die Umgebung rein. Ist hier noch was Wichtiges gibt. Irgendwelche Geheimdokumente. Nicht zu holen. Moment, da hinten kämpft doch ein Orki.
Ach du liebes Läuschen. Oh oh. Jetzt hat er auch. Ui. Wie wär's mal, wenn du mitmachst? Komm, Rockpatrouille. Wir haben es jetzt abgekriegt. Alles soweit so gut. Hat er nicht eine Waffe gehabt? Nope. Lörkerchen. Ja, dann war das also eine Ork-Patrouille. Ein Kurzbogen und mittlerer Lederbeutel. Ah, hier lässt sich viel finden. Feuer anmachen, das wäre cool. Einfach mal so da aus. Da ist nicht zu holen. Neugier. Oh, da ist ja noch so ein Heinz. Und da werde ich mal meinen Bogen ziehen. Nachdem ich den mal neu geladen habe. Und gucken, was dann passiert, wenn ich den mal treffe. Ja. Dann ist auch Dandolo dabei. Okay. Bei Inos, Orks, das muss ich sofort Gernot melden. Okay, beim zweiten Ork kommt die Meldung, dass es was gibt. Orks auf Chorus. Mhm. Also ich sollte mit Dandolo und Ernst zunächst wieder auf zu unserem Schiff segeln und Gernot informieren. Warum das so ist, gut, das ist bestimmt ein wichtiger Tipp, würde ich mal sagen. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Ernst. Denn auf der Insel sieht die Lage doch sehr ernst aus. Na, Klappmischelche. Kann ich einem auf alles mal aufmachen. Den Lederbeutel auch. Mann. Bin gespannt, ob die beiden Kumpels wieder mitkommen. Ich denke mal ja. Und kommt mir dann Dolo auch mit? Ja, cool. Sehr schön. Perfekt. Also. Hey. Ernst. Bring mich zum Schiff. Bring mich zum Schiff. Gut, steige ins Boot und es geht sofort los. Sind die beiden denn wieder dabei? Jawohl. Gut. Nicht, dass ich die da alleine auf der Insel da lasse. Das wäre natürlich nicht so schön. Ah, okay. Springen auf der Leiter bringt nichts. Auf der Treppe, meine ich. So, Herr Gernot. Am Strand von Chorus bin ich auf Orks gestoßen. Das ist allerdings eine böse Überraschung. Hast du vielleicht auch ihre Schiffe gesehen? Nein, davon war nicht zu bemerken. Nun, vielleicht sind die Schiffe auf der anderen Seite der Insel. Auf jeden Fall solltest du die Sache untersuchen. Finde heraus, wo die Orks überall stecken. Wenn wir das erstmal wissen, sehen wir weiter. Ja, dann müssen wir wieder rüber. Mit wem? Muss ich da nochmal reden? Soll ich erstmal gucken, wie viele Learn Points ich habe. 12. 64 Stärke, Geschick 65. Ja, 5 Stärke kostet ja wieder 15 Lernpunkte. Bei Halva. Soweit ich das jetzt ich noch will meine habe. Ja, genau, richtig. Der ist teuer. Quatidori. Ist der teuer? So, Dollar. Dann Knut. Gucken, dann Dollar. Ernst. Ende. Und wie sieht's aus? Ja, schön. Es regnet. Dann geht's wieder zurück
zu groß. Aber natürlich was anderes, als ich soll die Sache untersuchen, hätte ich ja nicht erwartet von Gernot. So. Jetzt muss ich wieder neu rendern lassen hier. Bei welchen Ansprüche ändert sich die Kamera und im Hintergrund, ne? Ich werde doch jetzt mal hier auf Offensiv gehen. So, einmal hier rum, ne, damit sich das hier reinkascht. Und wir haben Orks gesehen. Dann werden wir mal hier wieder die gleiche Richtung einschlagen. Und mal vorher, bevor ich hier noch was mache, ins Logbuch gucken. Orks auf Chorus. Ich habe Gernot mitgeteilt. Ja. Betonung, ich soll die Sache untersuchen, feststellen, wo diese überall sind. Jo, schön. Search and Rescue. Nee, Search and Kill. Kill the Orks. Wo bist du? Kommst du mit? Ja, in weiter Ferne. So, dann probiere ich ja mal gleich nochmal was aus. Ach, hier ist die Kruschpach. Und zwar lege ich mich mal hier hin zum Schlafen. Denn es ist ein mieses Wetter. Mal gucken, was er hier macht. Oh, kommt so rum. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weil ich möchte einfach wissen, ob dann Dolo einfach sich auch hinlegt und zum Schlafen oder er stehen bleibt. Ein Nimmermüder. Das wird bestimmt ein Nimmermüder sein. Oh, er will mit. Dann machen wir Sonnenaufgang. So. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Okay. Kann das sein, dass Dandolo zum Boot zurückgegangen ist? Denn wenn ich ihn nämlich mit in den Kampf nehme und nicht mehr so viel zu essen und zu trinken habe, um mich zu heilen, dann halt eben auf den Trick mit dem Schlafsack komme. Ach, wie lustig. Okay, er war beim Boot, kommt aber hinter mir her. Aber wahrscheinlich nur in der Range, wo er mich dann erblickt. Kann sein, weiß ich nicht. Ein Kommentar dazu wäre angebracht. Würde mich freuen. Bei dieser Szene, bei dieser Situation. Gott, aber ich möchte hier mehr von dieser Insel sehen. Ich möchte mehr erwarten. Ich bin neugierig. Und Dandolo, du auch, ne? Wo bist du denn? Ah, da hinten bewegt er sich. Sehr schön. Liegt ein Anker rum. So. Ah, hier geht's hoch. Hier geht es hoch. Na, ich bin aber erstmal der Strandgänger. Aber ohne Gefieder, wie der Strand, wie die Strandläufer. Und Mischelche, Klappmischelche. Oh, weia, da sind ja noch mehr von diesen Orks, hätte ich mal abgespeichert. Mann! Oh, weia. Dandolo, da kommen zwei. Kümmer dich mal. Ich glaub's ja jetzt nicht. Okay, alles klar. Okay, die hat er auch erledigt. Danke dir, Dandolo. Ah, ist ein guter, feiner Kerl. Ork-Patrouille. Perfektor. Krutschpack. Krutschpack, wo ist der andere? Der liegt da hinten. Ach, so macht Spaß. Okay, ein Klappmischel hier. Den Weg gehen wir später hoch. Ah, noch. Oh, da sind noch ein paar Speer. Ah, nicht springen. Wo ist Dandolo? Komm doch mal endlich her hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Jawohl. Daneben gehauen. Ah, hat er mich doch getroffen. Ich dachte, Dandolo ist schneller. Ja, gut, okay. Eine gute Ausbeute ist das. Oh, ich habe so viele Pilze hier.
Dunkelpilze. Damit ich die mal gleich hintereinander futtern kann, um zu gucken, ob man wieder ein bisschen Mana kriegt. Und da hinten sieht es auch wieder gut aus. Ja, ich brauche noch ein paar Dunkelpilzchen zu essen. Weiter geht's. Oh, da hinten ist noch einer. Oh, die haben aber eine gute Observierung hier. Die observieren gut die Orks, weil... So, Dandolo, mach, hau doch mal zu. Jawohl, richtig. Erstmal im Kreis laufen, um den Ork zu verwirren, ist die beste Methode. Die habe ich bei einer Streamerin gesehen, die ich hier auch mal erwähne. Das ist die Jace. Jaserinu nennt die sich auch. Und ab und zu gucke ich da auch mal rein. Ja, man kann auch von den anderen Kollegen lernen. So ist es nicht. Man lernt ja nie aus. So, oh, da hinten ist noch eine ganze Meute. Aber die hauen da selber irgendwas ab. Oder rum. Irgendwas. Achso, ein Lurker war das. Ja, Adlerauge sei wachsam. So, ein Bettchen. Und, ach, ich werde mal hier die Tür mal ausräumen. Gibt auch ein bisschen lecker Sachen. Oh. Okay. Im Schutze dieses Unterstands hat Dandolo für mich, während ich die Truhe geöffnet habe. Oh, da ist auch wieder einer. Ja. Jawohl. Ah, läuft. Ah, wie geil das läuft. Hat er also mal ganz einfach mal die Orks abgenippelt. Haha. So macht Spaß. Was liegt hier? Fisch. Toten Fisch hier. Liegt ein Totenfisch im Wasser. Den machen wir hier. Also sind jede Menge Orks schon mal, also mehr als das, was wir vorher schon gesehen haben. Bloß jetzt ist hier nicht mehr viel zu sehen. So, weiter abgrasen. Da müsste dann ein Lurker liegen. Genau, den hat der Ork mal einfach mal so ohne mein Beisein mal eben abgemetzelt. Nicht gerade schön. Aber was soll's. Das ist halt eben das Leben in der Gothic-Welt. Kämpfe. Wir machen erstmal eine Strandbegehung, würde ich sagen, und dann gehen wir ins Inselinnere. Okay, hier gibt's nichts. Oh yeah, okay, Löckerchen. Oh, schade, ich dachte, das wäre eine Holzscheibe. Erfahrung 100, sehr schön. Ach, so läuft's. Das finde ich gut. Das ist eine gute Option. Schön gemacht. Also ich finde es interessant. Uninteressant ist das nicht. Gut, okay, ich spiele es halt eben zum ersten Mal, dieses Odyssey. Und ist natürlich was ganz anderes. Ja, ein Schrei und schon ein bisschen kaputt. Sehr schön, so mag ich das. So. Ja, auch gut. Und da hinten sind Flaggen. Ah, jetzt muss ich mich echt noch dran gewöhnen, dass ich die Tiere nicht abmetzeln muss. Sondern immer, wenn in der Mitte Erfahrung steht, dann läuft's für mich. Ja, kommt mal so vor wie auf Hawaii. Überall irgendwelche Muscheln. Ach, man müsste eine Muschelkette noch herstellen können. Ehrlich.
So kann es laufen. So, dann nimmt es mir nicht übel, dass ich jetzt einfach mal hier alles hier scoute und loote. Was ist denn hier für eine Ecke? Ach, ich dachte, hier war was Schönes drin. Nix. Nix. Hier auch nicht. Das ist aber ein verdächtiger Felsen, der hier rumliegt. Sehr verdächtig. Der später noch eine Funktion haben wird, wir wissen es nicht. Ach, das können die Piratengoblins sein. Das sind wieder so Flöße. Ach, das gibt wieder Federn für Pfeile. So mag ich das. Ja, okay, das ist ein Flavor. Bestimmt ein Flavor-Felsen. Ja. Kakok, 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 kakok. Na? Ich möchte Munition sparen. Dandolo hilft mir dabei. Ah, da hinten ist schon Gobbo. Sehr schön. Hier werden wir bestimmt noch eine Piraten-Goblin-Quest bekommen. Beziehungsweise einen Eintrag dazu. Oh, da sind viele. Mal gucken, wie viele. Oh, die sind ja viel alarmiert. Mhm. Ja, okay, läuft. Was denn der für eine grüne Hose an? Achso, das sind die Piratenhosen. Sehr schön. Ein kleiner Strandspaziergang. Oh, da hinten ist noch jede Menge wimmelndes Goblin-Gezücht. Ich bin so passiv. So, jetzt habe ich auch mal was erledigt. Wo hast du dich denn? Ja. Muss man natürlich aufpassen, wen er da gerade eliminiert hat. Gehen wir mal zu den Flößen. Vielleicht wird eine Quest getriggert, beziehungsweise ein weiterer Eintrag. So, dann Dolo, komm mal mit. Jawohl, gucken wir uns das mal aus der Ferne an, wie er das alles so lecker macht. Oh, er trifft ihn nicht. Steht falsch. Er steht nicht so gut. Ja, sehr schön. Oh, und ein Pilzchen. Ja, okay, dann werde ich noch hier bis zum Quest Piratengoblins. Genau, richtig. Oh, wieso schießt er so bekloppt? Nicht in die Knie gehen. Altes Entermesser, Goblin Pirat. Gibt doch wieder sehr viele Ressourcen zum Verkaufen. Speichere ich hier ab und sage an dieser Stelle herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Für die weitere Folge Strandspaziergang. Ich verabschiede mich und sage ein freundliches Tschüss und einen schönen Tag wünsche ich euch. Ciao.